Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend hier über den Dächern der Stadt in Frankfurt am Main, in unserer quirligen, vielfältigen Metropole. Ein Teil dieser Vielfalt ist auch Sport. Das wissen wir und es ist nicht nur Eintracht Frankfurt, es ist nicht nur Fußball, nein, es ist auch Basketball. Gunnar Wöbke steht für den Basketballstandort Frankfurt. Das wissen wir alle, das kriegen wir alle mit. Gunnar, herzlich willkommen, schön, dass du heute Abend da bist. Schönen guten Abend. Gunnar Wöbke, wer bist du? Für was stehst du? Was machst du? Was ist dein Hintergrund? Ich bin 67 Jahre alt, habe eine 15 Jahre alte Tochter, weiteres Baby auf dem Weg und ansonsten bin ich Mädchen für alles beim Basketball und wo ich mich auch sonst so rumtreibe. Darf ich eine ganz kurze Nachfrage stellen? Also die 67 Jahre, du hast 1967 etwas mit der Geburt zu tun gehabt, oder? Habe ich gesagt, ich bin 67 Jahre alt, okay. Ich bin nur, das war großartig. Ja, ich bin 1967 geboren, ich bin 54. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Gerne, gerne, weil wir ja gerade gesagt haben, dass du 10 Jahre älter bist als ich, ja. Ja. Du hast die Fraport Skyliners zu dem gemacht, was sie heute sind. Das ist eine beeindruckender Track Record. Sag mal, du hast mir das im Vorfeld auch erzählt. Wie bist du zum Basketball gekommen? Da gab es doch andere sportliche Wegmarken. Ja, ich habe zunächst Handball gespielt, weil mein Vater Handballspieler war und meine Mutter Sportlehrerin ist. War Sport immer ein sehr, sehr großer Anteil in meinem Leben gewesen. Mit 10 habe ich dann mit Tennis angefangen, weil um die Ecke ein Tennisplatz aufgemacht hat. Und zum Basketball bin ich im Alter von 15 Jahren über einen Freund gekommen, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin. Und der irgendwann mal meinte, hast du nicht mal Lust, mit mir auch mal Basketball zu spielen? Der hat bei Bayer Leverkusen damals gespielt. Und so bin ich mit 15 zum Basketball gekommen. Dort hat mich dann auf dem Platz, als ich mit ihm gespielt habe, einen Trainer gesehen aus Godesberg. Und der hat mich dann, nachdem ich ein Spiel für ihn in Siegler, wo ich herkomme, Troisdorf Siegler gespielt habe, hat er gesagt, komm, ich nehme dich, du kommst jetzt mit nach Godesberg, da gibt es bessere Gegner für dich und dann kannst du dich weiterentwickeln. Und dann bin ich mit dem Walter Paffenholz zum Godesberger Turnverein gewechselt. Hervorragend. Und Freund ist ein schönes Stichwort. Die Persönlichkeit, Gunnar Wöbke. Was sagen denn deine Freunde über dich? Was bist du so für ein Typ? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das müsste man eigentlich die anderen Leute fragen, was sie über mich sagen. Wenn ich es über mich selber sage, also ich glaube, dass ich extrem viel Energie habe, um mal was Positives zu sagen. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, gebe ich ihn nicht auf. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es schlau ist, auch mal andere zu fragen, die vor denselben Problemen gestanden sind, vor denen man in diesem Moment vielleicht selber steht und dann einfach mal zu fragen, wie hast denn du das gelöst, anstatt nur Trial and Error zu machen, wofür nämlich extrem viel Energie notwendig ist, was ich früher auch sehr viel gemacht habe. Und ich glaube, dass ich ein sehr kommunikativer Typ bin und ich habe auch Lust, Tag und Nacht zu arbeiten am Ende. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber ich empfinde das, was ich tue, auch nicht als Arbeit, sondern ich habe mein ganzes Leben eigentlich immer nur das gemacht, auf was ich Lust hatte. Während der Schulzeit habe ich besonders viel Sport gemacht, aber habe irgendwie die Schule geschafft. Das war der Deal mit meinem Vater. Okay. Ja, du kannst so lange weiter Sport machen, solange du nicht hängen bleibst. Dann habe ich im Laufe des Studiums mir irgendwann auch gesagt, du musst auch irgendwie mal was Besonderes im Studium machen. Dann war ich der schnellste Student, der jemals Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert hat, was man jetzt ja auch nicht unbedingt erwarten würde. Auch ein spannendes Thema, reden wir gleich noch drüber. Da habe ich für eine Unternehmensberatung gearbeitet, während ich studiert habe gleichzeitig und Basketball zweite und erste Liga gespielt habe. Und dann meinte der Inhaber aus Röndorf zu mir, der Franz Ludwig Solzbacher, nach wie vor ein Mentor und Freund von mir. Ja. Was kannst du dir nicht vorstellen, Geschäftsführer irgendwann mal bei uns zu werden, auch im Sportbereich? Und da habe ich gesagt, naja, wenn du mir erlaubst, eine Doktorarbeit gleichzeitig zu machen, mache ich ja noch was Vernünftiges, irgendwie so in Anführungsstrichen. Also immer noch mal so eine zweite Tür offen gehalten. Und so bin ich dann da auch reingeschlittert, dass ich dann Sportmanager geworden bin. So kommt das. Und heute bist du einer der wesentlichen Sportmanager und Gesichter des Sports in Frankfurt. Und wir sind froh, dass du da bist. Wir sind gleich wieder zurück. Wir machen eine kleine Musikpause, dann sind wir wieder da.
Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Gunnar Wöbke, Fraport Skyliners, Basketball hier am Standort Frankfurt. Wir sind zurück im Frankfurt Talk und wir reden über, wie immer, Internationalität, bürgerschaftliches Engagement und Sport heute Abend. Und wir reden über die Person Gunnar Wöbke. Wir wollen Gunnar kennenlernen. Gunnar, wie bist du nach Frankfurt gekommen? Das ist die eine Frage, damit in Zusammenhang stehend, und das interessiert mich besonders. Was hast du denn früher über Frankfurt gedacht? Wie bin ich nach Frankfurt gekommen? Wir haben in Rhöndorf relativ schnell sportlich sehr erfolgreich gespielt, als wir in die erste Basketball-Bundesliga dann aufgestiegen sind und haben dann überlegt, dort eine eigene Halle zu bauen. Bis wir halt irgendwann gemerkt haben, dass natürlich der Kapitaldienst, wenn man in so einem Standort wie Rhöndorf mal absteigen würde, natürlich ein nicht zu meisterndes Problem darstellen würde, weil man halt so gut wie keine anderen Veranstaltungen da drin machen konnte, und haben dann mit der im Bau befindlichen Köln Arena geliebäugelt, dorthin zu wechseln. Da war ich dann mit meinem Mentor Franz Ludwig, und nachdem wir dann 4 Stunden vom Karneval erzählt bekommen haben und wie toll der Herr Assenmacher Karneval in Köln organisiert an einem Samstagvormittag, dann sagte mir Franz Ludwig, Vater von vielen Kindern, Gunnar, wir gehen. So, damit war das Thema erledigt. Ich habe was Besseres am Wochenende zu tun, als mir das hier anzuhören. Ja, und dann haben wir in diesem Zusammenhang halt, wurden wir angefragt, ob wir nicht nach Oberhausen wechseln wollen, und die Stadt Frankfurt suchte halt Nutzer für die damalige Ballsporthalle, ja. Und hat die, wir kannten die auch schon, und hat uns gefragt, weil sie es in der Zeitung gelesen haben, ob wir nicht in Frankfurt das Basketballteam machen wollen. Und dann haben wir, nachdem wir hier ein bisschen hin und her geschaut haben und mit den Vereinen vor Ort geredet haben, habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, den Thomas Kunz, ja. Unternehmer aus der Region. Und der hat gefragt, was bedarf es denn, dass ihr hier an den Start gehen könnt? Und ich sagte, ja, wir brauchen einen Hauptsponsor, sonst können wir nicht anfangen. Meinte, das schafft ihr doch nie in einem Jahr. Und lange Rede, kurzer Sinn, er ist dann einer der beiden Anfangsinvestoren gewesen, mit dem Herrn Solzbacher. Und so sind wir hier hingekommen und haben dann auch binnen ein Jahres 2 Hauptsponsoren gefunden, zwischen denen wir uns entscheiden konnten. Und dann wurden wir die Opel Skyliners. Zunächst die Opel Skyliners. So, die andere Frage hast du noch nicht beantwortet. Was hast du früher als Student dort oben im Rheinland, im Großraum Bonn, in Bonn und auch als Kind, was hast du über Frankfurt gedacht? Was war Frankfurt für dich? Also ich habe Frankfurt ehrlich gesagt überhaupt nicht gekannt. Ja, also das war irgendwie alles südlich von Bad Homburg, von Bad Honnef und Rhöndorf war mir eigentlich nicht wirklich bekannt. Ich kannte den Flughafen, und ich muss auch sagen, die erste Reise, die ich hierhin gemacht habe, die war mit dem Zug. Ich bin 1998 da im Hauptbahnhof angekommen und bin ausgestiegen und wäre fast wieder eingestiegen. So geschockt war ich von dem, wie das zu diesem Zeitpunkt dort gewesen ist. Das war das erste Mal, dass du in Frankfurt warst? Zumindest mal in der Stadt. Ja. Also vorher war ich schon mal hier und da im Flughafen aber ja. Weil ich auch schon die eine oder andere größere Weltreise vorher gemacht hatte. Also das geht ja meistens von Frankfurt aus. Ich kannte den Flughafen, aber ich kannte die Stadt gar nicht. Und die Stadt ist und die Region sind viel toller, als der Ruf, glaube ich, in der Welt ist. Und dazu wollen wir halt auch beitragen, dass das sich perspektivisch relativ schnell ändert. Ich finde, mit dem Rheingau, mit dem Flughafen, der diese Internationalität herstellt und mit den Menschen, die hier leben, ich finde, das ist ein fantastischer Ort zum Leben. Das ganze Mainufer, wie sich das entwickelt hat. Also ich finde, Frankfurt ist wirklich unfassbar viel schöner und die Region, als das draußen in der Welt bekannt ist. Und ich glaube, wir können alle dazu beitragen, da was dran zu ändern in der Zukunft. Das ist so, und das ist ja ein Feedback, was man von vielen bekommt, die hier nach Frankfurt kommen. Seien wir nicht zu positiv, seien wir auch reflektierend. Was nervt dich an unserer Stadt? Was nervt mich an der Stadt? Also das ist eigentlich relativ wenig, aber was mich schon stört ist, und ich kann es aber jetzt nicht wirklich ins Verhältnis setzen, weil ich ja nicht wirklich in anderen Städten da wirklich viel gemacht habe, ist, hier dauern manche Dinge, die man angeht und die eigentlich relativ einfach zu lösen wären, die dauern hier einfach viel zu lange. Also aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, könnte Frankfurt noch einen ganz anderen Stellenwert in dieser Welt haben, wenn manche Dinge einfach schneller laufen würden. Nehmen wir das mal als Motto. Jetzt machen wir eine schnelle Musikpause und sind gleich wieder zurück mit Gunnar Wöbke. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück beim Frankfurt Talk mit Gunnar Wöbke. Gunnar Wöbke steht für Basketball, steht für Sport, und Sport kennt keine Grenzen. Sport kennt keine Nationalitäten. Sport ist eine internationale
Verbindungsplattform, das wissen wir von allen Sportvereinen, insbesondere Basketball, ist ja so ein bisschen aus der amerikanischen Welt, kann man sagen. Ist Basketball, Gunnar, besonders international? Ja, ich glaube schon, dass Basketball sehr international ist. Das geht los, dass es mit Fußball die Sportart ist, die weltweit mit Abstand am meisten betrieben wird. Bei uns ist es so, dass es, seit es die Basketball-Bundesliga gibt, gab es immer irgendwelche Regeln, wie viel Nicht-Deutsche oder Ausländer hier spielen dürfen. Und das war eigentlich immer so, dass fast jedes Team die volle Anzahl von diesen Plätzen ausgenutzt hat. Jetzt haben wir eine richtige Quotenregelung, jetzt ist nämlich 50-50. Mhm. Jetzt muss man darum kämpfen, damit der deutsche Nachwuchs sich entwickeln kann, dass zumindest mal die Hälfte der Spieler, die in einem Basketball-Bundesliga-Team sind, deutsch ist, also 6 von 12. Und so ist natürlich auch der Split nachher am Ende. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir 6 Ausländer im Team haben und 6 Deutsche im Team haben. Und wir haben eigentlich immer oder in fast allen Jahren, als wir wenn wir ordentliche Voraussetzungen haben, haben wir auch immer international gespielt. Wir haben ja auch schon mal 2016 europäischen Titel gewonnen zum Beispiel. Und 2000 den Pokalsieg. Ja, 2000 Pokal. 2004 Deutscher Meister. Vizemeister waren wir auch hier und da schon mal und Vizepokalsieger. Also es gab noch den einen oder anderen Titel. Und die Deutschen haben einen deutschen Pass, aber wahrscheinlich haben die auch einen internationalen Hintergrund vielfach. Also das kann durchaus so sein, aber bei uns kein einziger. Einziger Spieler hat einen zweiten Nationalität, glaube ich. Und wie viel sind Frankfurter? Frankfurter. Also richtige Frankfurter. Also ja, nicht, gut, so, also, nicht so wie du, der du auch ja irgendwo nach Frankfurt kamst ursprünglich, aber also richtige Frankfurter. Naja, zumindest mal aus der Region aus der hier, der Len, der Yoshi. Gut, Marco Völler hat jetzt ja aufgehört und wird Sportmanager bei uns, der kommt aus der Region. Ja, ich glaube, das war es jetzt im Moment. Aber der eine oder andere aus unseren Jugendmannschaften wächst auch tatsächlich immer in die Bundesligamannschaft mit rein. Ja. Ja, und die kommen dann, zumindest mal sind es Kinder oder Menschen der Rhein-Main-Region. Wir hatten Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt zu Gast. Wir haben mit Axel auch über die Frage geredet, inwieweit die Spieler der Mannschaft sich mit der Stadt identifizieren, sich als Frankfurter wirklich auch fühlen. Wie ist das beim Basketball? Fühlen eure Skyliner-Spieler sich als wahrhaftige Frankfurter oder ist das eine Station und nächste Saison spielen sie wieder irgendwo anders und dann ist das einfach ein Zwischenschritt? Also die Frage kann ich ehrlicherweise gar nicht richtig beantworten, weil ich das die Spieler nicht gefragt habe. Aber was wir die Spieler fragen, ist, wie findest du Frankfurt? Und was sagen die? Und die lieben Frankfurt. Ja. Ein Großteil unserer ausländischen Spieler sind Amerikaner oder Nordamerikaner. Also wir haben auch mal Kanadier und so. Und die finden Frankfurt natürlich als Stadt wunderbar. Für die ist das super einfach hier. Ist eine super internationale Stadt. Fast jeder spricht hier Englisch. Die Wege sind sehr kurz in Frankfurt. Ja. Also wenn man sich mal hier umblickt und dann mal sieht, wo schon überall wieder Wald ist, ja, und gar nicht mehr Stadt. Ja. Auf der anderen Seite ist eine Riesenregion mit vielen tausenden Menschen, wo das komplette Programm angeboten wird, was man will. Also die Spieler finden Frankfurt als Standort, selbst wenn sie auf der Durchreise sind, wo sie dann woanders vielleicht in dem einen oder anderen Jahr deutlich mehr verdienen können, die finden Frankfurt alle super. Also das ist ein echtes Plus für uns, dass wir hier in Frankfurt sind. Damit sind Sie Teil unserer Frankfurter Stadtgesellschaft. Wir alle finden Frankfurt super, sind froh, dass wir in Frankfurt sind, dass wir Frankfurt sind. In diesem Sinne eine kurze Musikpause. Wir sind gleich zurück. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück beim Frankfurt Talk. Die Nacht schreitet voran. Wir schauen hier aus den Skyline-Studios von Radio Frankfurt auf die Dächer der Stadt und haben Gunnar Wöbke zu Gast. Gunnar Wöbke steht für Basketball hier am Standort, bringt Basketball hier am Standort voran. Und Gunnar, warum ist Basketball für Frankfurt so wichtig? Warum ist das ein Wesensmerkmal unserer Sportstadt Frankfurt? Naja, ich glaube, zunächst mal haben wir schon den einen oder anderen Titel nach Frankfurt geholt. Zum anderen haben wir von Anfang an in Kooperation mit der Stadt uns nicht nur als Profiteam verstanden, sondern haben Jugendarbeit gemacht und haben in die Breite investiert, sind in die Schulen gegangen und in Nicht-Corona-Zeiten spielen wir jede Woche mit über 3.500 Kindern, Mädchen und Jungen in den Schulen der Rhein-Main-Region, natürlich überwiegend in Frankfurt, und machen ein Bewegungs-, Ernährungs- und Integrationsprojekt mit ich würde mal sagen, sehr hoher Nachhaltigkeit, obwohl das Wort natürlich schon ein bisschen verbraucht ist.
und geben den Menschen der Region wirklich was zurück, liefern den Menschen die Vorbilder, die die Kinder dann dazu bewegen, dass sie auch aus diesen Schul-AGs raus zum Beispiel sich für den Sport interessieren und anmelden. Und ja, ich glaube, das ist immer notwendig, was es braucht. Tennis ist riesig nach vorne gekommen, als wir Steffi Graf und Boris Becker hatten zum Beispiel. Da habe selbst ich Tennis gespielt. Ja, da habe ich auch angefangen. Und ich glaube, man diese Vorbilder zu liefern, die dann aber auch greifbar sind, wo man auch in der Fraport Arena dann mit den Spielern oder wenn sie in die Schulen gehen, dann einmal in jede Schul-AG, es sind ja über 140 Schul-AGs, die wir machen, ja, darüber versuchen wir die Kinder dazu zu gewinnen, dass sie Sport machen, nicht nur Basketball, sondern wo auch immer sie ihre Talente haben. Ja. Und an was arbeitest du, an was arbeitet ihr gerade? Warum wollt ihr hier in Frankfurt noch stärker präsent sein? Sag mir ein bisschen was zu dem aktuellen Großprojekt, was ihr vorantreibt. Ja, woran arbeiten wir im Moment? Also wir sind sehr glücklich darüber, dass jetzt auch nach der Wahl im Koalitionsvertrag steht, dass wir jetzt die Anhandgabe für das Grundstück am Kaiserlei bekommen werden, damit wir unsere grüne Stadtarena da machen können. Das ist für uns als Zukunftsperspektive absolut lebensnotwendig und wir planen jetzt 2025 dann in dieser Arena zu spielen und versuchen uns jetzt sportlich auch aufzustellen für diesen Schritt. Also wir haben einen großen sportlichen Cut gemacht, wir haben neue Leute eingestellt, weil wir einfach mal bei den Spaniern abgucken wollen, die einfach ein bisschen erfolgreicher Basketball spielen als die deutsche Nationalmannschaft, wie die das richtig machen. Haben spanischen Trainer geholt vom FC Barcelona unter anderem und haben ansonsten neben dem Großprojekt Halle, was natürlich extrem viel Umorganisation bei uns bedeutet, wir müssen neue Firmen gründen, wir brauchen eine Besitzgesellschaft, wir brauchen eine Betriebsgesellschaft, wir würden gerne die Fraport Arena zu einem Jugendleistungszentrum umbauen. Das ist eine weitere große Herkulesaufgabe, die wir vor uns haben. Also wir haben jede Menge Dinge zu tun und planen dann letztendlich ab 2025 Europa-Liga zu spielen, die höchste Liga, die es gibt, die höchste Klasse, die es gibt, und wollen da eigentlich auch erfolgreich sein und nicht nur irgendwie mitspielen. Und das ist das, was wir jetzt gerade versuchen, auf die Wege zu bringen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Freunde über dich sagen, wenn sich Gunnar was vornimmt, dann setzt er das auch um, dann kriegt er das auch hin. Du wirst den Standort mit der Halle am Kaiserlei, das wirst du so hinkriegen, wie du es geplant hast? Ja, da gehe ich fest von aus und wir haben ja eben auch von der Attraktivität von Frankfurt ein bisschen gesprochen, ja, und das Hallendach wird 365 Tage zugänglich sein den Menschen, da kann man draufgehen, da kann man drauf klettern. Nee, man kann drauf gehen. Es wird drauf schon, laufen. Ja, drauf laufen. Also man kann es begehen sozusagen. Ja. Gibt es ja tolle Bauwerke in der Welt, die das zum Vorbild haben. Und von da wird es, glaube ich, auch einen wirklich fantastischen Blick über die Mainlandschaft, über den Fluss, über das grüne Frankfurt auf die Skyline geben. Und ich bin mir 100% sicher, dass diese Bilder genauso wie von diesem tollen Hotel da in Singapur mit diesem Pool, dass die auch um die Welt gehen. Ja, auch wenn man noch nicht in Singapur war. Ich glaube, die Bilder hat man schon mal gesehen. Also, du arbeitest an einem Landmark für unsere Stadt. Wir hoffen, dass du die notwendige Unterstützung bekommst von der Privatwirtschaft, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern, aber natürlich auch von der Politik. Und wenn wir helfen können, dann machen wir das, laden dich auch gerne mehrfach wieder hier ins Studio ein. Jetzt machen wir eine kurze Musik-Schnaufpause und dann sind wir nochmal da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Frankfurt Talk auf Radio Frankfurt. Wir sind zurück mit Gunnar Wöbke, Fraport Skyliners, ein wesentlicher Bestandteil unserer Sportstadt Frankfurt. Gunnar, wir sind ganz froh, dass du bei uns bist, dass wir nicht immer nur über Fußball reden und über andere Sportarten, nein, Basketball. Und wir haben viel gehört, insbesondere auch in Bezug auf das neue große Bauprojekt am Kaiserlei. Und jetzt wird es noch ein bisschen persönlich am Ende, noch ein bisschen locker. Und wir fangen an mit deinem Lieblingswitz. Das machen wir immer beim Frankfurt Talk. Kommen wir doch zum Fußball. Ja, vielleicht kommen wir zum Fußball. Holland wird Weltmeister. Das ist der Witz. Der ist so ähnlich wie der von Axel Hellmann, den er uns mal gesagt hat mit der Pokaltrophäe von Kickers Offenbach. Dann kommen wir zu der Geschenkaktion. Und wir haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ein Heft und ein T-Shirt, lieber Gunnar. Was siehst du denn darauf? Ja, vielen Dank. Eine wunderbare bunte Skyline.
Und zwar in ganz tollen Farben. So sahen die Stadien ja neulich auch in Deutschland aus. Ja. Und was sehe ich sonst noch? Ein Flugzeug und The Newcomer City. Sieht mir wie ein Willkommensangebot aus, für Menschen nach Frankfurt zu kommen, in eine weltoffene, internationale Stadt, die sich auf Menschen aus der ganzen Welt freut. Das ist genau die Message, die wir rüberbringen wollen. Und ich sage hiermit zu, jeder neue Spieler von euch kriegt ab sofort ein solches T-Shirt. Ich werde es auch in größeren Größen jetzt mal produzieren lassen, dass es dann auch für die Basketballspieler gut passt. Hast du für uns auch ein Geschenk mitgebracht? Also ich habe natürlich ein Geschenk mitgebracht. Bin gespannt. Ich greife das jetzt mal auf hier. Dann laden wir euch alle dazu ein, dass ihr, sobald wir wieder Zuschauer in unserer schönen Fraport Arena haben dürfen und wieder ein Basketballspiel vor Zuschauern stattfindet, dann laden wir euch alle dazu ein und dann könnt ihr auch mal kontrollieren, ob das eine oder andere T-Shirt angekommen ist oder ihr bringt die dann für die Spieler mit und übergebt sie dann an die Spieler. Das machen wir. Da nehme ich dich beim Wort und wir laden dich auch zum Newcomers Festival im September ein. Gerne auch Spieler eurer Mannschaft und Frauen und Familienmitglieder. Alle sind willkommen. Die andere Frage, die wir auch immer standardmäßig an jeden stellen, der hier bei uns zu Gast ist im Frankfurt Talk. Wir reden ja auch über die Zukunft. Wir reden über die Entwicklung. Gunnar Wöbke. Wo sehen wir dich in 5 Jahren? In 4 hoffentlich. Und zwar am 27.09.2025 beim Eröffnungsspiel in der neuen grünen Stadtarena am Kaiserlei. Da freue ich mich drauf. Wer gegen wen? Ja, gegen wen wir das spielen, weiß ich noch nicht. Aber wir haben fest vor, verdiente Spieler von uns, die jetzt bei ZSKA Moskau spielen oder bei Fenerbahce Istanbul und wirklich gestandene Nationalspieler sind oder auch in der NBA, dass wir die zu diesem Zeitpunkt zurückholen und neben den Jungen, die wir jetzt dahin entwickeln wollen in den nächsten 4 Jahren, dass die dann auch bei uns spielen, Johannes Vogtmann, Danilo Bartel und Co. Ich bin sehr gespannt und ich sage definitiv zu, dass ich dazukomme. Ich freue mich, weil Basketball, Ballsport ohnehin, Mannschaftssport bringt und hält die Gemeinschaft zusammen. Und da macht ihr eine ganz, ganz wertvolle Arbeit für die Jugend, für die Kinder, für die gesamte Frankfurter Stadtgesellschaft. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Und wir verabschieden uns jetzt in die Frankfurter Nacht und ich wünsche dir einen guten Nachhauseweg, uns allen einen guten Nachhauseweg. Danke, Gunnar Wöbke. Danke ebenso. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.